Leute und ganz herzlich willkommen bei einem brandneuen Video bei Geisterforschung. Bevor ich mit dem eigentlichen Thema dieses Videos heute anfange, muss ich euch noch eine Ankündigung machen. Und zwar habe ich ja jetzt fast 1000 Abonnenten, also es fehlen glaube ich jetzt nur noch 2 oder 3. Und dann habe ich es geschafft und ich freue mich jetzt schon riesig. Und sobald ich 1000 Abonnenten habe, wird es auf meinem Kanal eine Überraschung geben. Für euch, also es wird diesmal kein normales Special wie bei den 100 und den 500 Abonnenten Special, sondern es wird diesmal ein bisschen was anderes. Ich habe mir was richtig Cooles ausgedacht und ich freue mich schon sehr, wenn ich euch das zeigen kann. Aber das würde ich noch nicht verraten, was es ist. Es soll wirklich eine Überraschung werden. Und ja, ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich, damit ich es so schnell wie möglich schaffe. Ja, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Videos. Und zwar wurde das auch schon häufig sich gewünscht von euch, dass ich euch mal eine Meditationstechnik vorstelle, die ich so benutze und die bei mir so funktioniert. Und deshalb werde ich euch heute mal meine Meditationstechnik erklären, die ich mir ausgedacht habe. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie noch andere machen, aber ich habe jetzt auch noch keinen kennengelernt, dass der das so macht. Also ja, ich habe die halt einfach für mich so entdeckt, dass die halt bei mir funktioniert. Und die werde ich euch heute mal ein bisschen vorstellen. Bevor ich das allerdings tue, nochmal zu der Sache, was eigentlich Meditation bewirken soll. Also Meditation ist eine sehr, sehr effektive Art und Weise, um sein drittes Auge zu öffnen und seine übernatürliche Wahrnehmung zu verbessern in erster Linie. Und man kann sich durch Meditation auch sehr gut mit der übernatürlichen Welt verbinden und mit übernatürlichen Wesen. Und ja, das ist einfach sehr, sehr effektiv, um seine übernatürlichen Fähigkeiten sozusagen besser zu trainieren, um ein Bewusstsein für seine übernatürliche Wahrnehmung zu bekommen, für die Astralebene, für die Energien, um Energien besser spüren zu können, um halt einfach seine Astralsicht und seine übernatürliche Wahrnehmung zu verbessern. Und es ist wirklich sehr, sehr effektiv. Also so viel schon mal dazu, wofür man eigentlich Meditation braucht. Also es ist wirklich sehr, sehr nützlich, wenn man es macht. Wer gerne noch mehr darüber erfahren möchte, was es so für Möglichkeiten gibt, seine übernatürliche Wahrnehmung zu verbessern, ich habe darüber mal ein ganzes Video gedreht. Ich verlinke euch dieses Video auch nochmal in der Videobeschreibung hier. Es heißt übernatürliche Wahrnehmung trainieren und da gebe ich euch nochmal extra Tipps, was es denn so für Möglichkeiten gibt, wie ihr eure übernatürliche Wahrnehmung am besten trainieren könnt. Weil eine gute übernatürliche Wahrnehmung ist halt auch sehr wichtig in der Geisterforschung. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Kommen wir zu meiner Meditationstechnik. Also, die muss jetzt nicht bei jedem von euch funktionieren. Ich sage das gleich von vornherein. Nicht, dass mir jetzt irgendjemand schreibt, ja, ist doch Blödsinn, funktioniert doch gar nicht, bla bla. Es muss nicht bei jedem funktionieren. Meditation ist etwas, was jeder für sich selbst herausfinden muss, was bei ihm am besten funktioniert. Es gibt so viele verschiedene Arten, wie man meditieren kann. Und nicht alles funktioniert bei jedem. Also jeder muss herausfinden, auf welche Art und Weise es bei ihm am besten funktioniert, sozusagen. Das Wichtige ist nur, dass man sich halt darauf konzentriert und dass man halt sich nicht ablenken lässt beim Meditieren. Aber ansonsten kann eigentlich jeder für sich so die Meditationsart herausfinden, die bei ihm funktioniert. Und es ist bei jedem Menschen eigentlich unterschiedlich, sage ich jetzt mal so. Es gibt Leute, die meditieren lieber im Sitzen, es gibt Leute, die meditieren im Liegen. Also ich meditiere meistens nur im Liegen, weil ich mich dann besser konzentrieren kann. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich meditiere im Sitzen, weil ich im Liegen vielleicht sonst schnell einschlafe oder so. Aber wie gesagt, es ist unterschiedlich. Und die Meditationsart-Technik, die ich euch jetzt vorstellen werde, die muss nicht unbedingt zwingend bei euch funktionieren, nur weil sie bei mir funktioniert. Also nur mal von vorne weg. Ja, es ist nur halt etwas, das ich für mich selber so halt entdeckt habe und was halt bei mir sehr gut funktioniert. Diese Meditationstechnik habe ich mir ausgedacht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das noch andere Leute machen. Wenn ihr das selber macht, dann schreibt es in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Aber ich habe das von niemandem sozusagen so gelernt. Ich habe es mir selber ausgedacht. Und ich habe das selber ausprobiert, was bei mir funktioniert. Und da habe ich halt diese Technik sozusagen entdeckt. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die erfunden habe oder ob die noch andere Leute machen. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls
Bei meiner Meditationstechnik ist es nämlich so, man legt sich auf den Rücken und dann entspannt man sich erstmal. Also man konzentriert sich ganz normal auf seine Atmung, macht eine ganz normale Basic-Meditation, konzentriert sich auf seine Atmung, man entspannt sich und man konzentriert sich auf seinen Körper und auf seinen Astralkörper und auf die Energien um sich herum. Jetzt kommt der eigentliche Teil meiner Meditationstechnik, die ich euch eigentlich erklären wollte. Ihr visualisiert, wie Energie von euren Füßen aus durch euren ganzen Körper bis in euer drittes Auge geleitet wird. Also ihr visualisiert zum Beispiel, ich stelle mir immer so einen weißen, kugelblitzartigen Energieball vor, der dann von meinen Füßen aus durch meinen ganzen Körper geleitet wird bis in mein drittes Auge. Und wenn ihr das richtig macht, und wenn es bei euch funktioniert, dann werdet ihr feststellen, dass, wenn ihr euch vorstellt, dass die Energie in eurem dritten Auge ankommt, werdet ihr tatsächlich so einen explosionsartigen Druck in eurem dritten Auge spüren, wie als wenn sich das öffnet. Und es ist so krass, dass das wirklich funktioniert, weil ich habe es mir nur sozusagen bloß vorgestellt. Und es funktioniert aber tatsächlich. Diese Energie ist dann tatsächlich da. Und ich weiß, dass es vielleicht schwer zu glauben ist, aber ich habe das selber ausprobiert und es ist eindeutig, es funktioniert. Wie gesagt, ich kann euch nicht garantieren, dass es bei jedem von euch funktionieren wird, aber bei mir funktioniert es auf jeden Fall. Ich kann euch nicht garantieren, dass es auch bei anderen funktioniert, weil ich es, wie gesagt, bloß bei mir jetzt schon ausprobiert habe. Und ich habe es auch noch keinem erzählt. Es ist, wie gesagt, eine selbstentwickelte Technik, die ich durch Zufall halt herausgefunden habe, dass es geht. Und ihr müsst euch die Energie auch nicht so vorstellen, wie ich sie mir vorstelle. Ihr visualisiert die einfach so, wie es für euch halt am besten funktioniert und wie ihr es halt am besten könnt. Weil ihr müsst es wirklich gut visualisieren können, damit es funktioniert. Ich stelle mir dies so einen weißen Energieball vor, so einen kugelblitzartigen, so. Ihr wisst schon, was ich meine, so. Und der dann von meinen Füßen aus bis in mein drittes Auge, so, durch meinen ganzen Körper sozusagen geleitet so wird. Und es funktioniert bei mir tatsächlich. Und ich habe mit dieser Technik meine übernatürliche Wahrnehmung schon sehr, sehr gut verbessern können. Ich habe richtig coole Ergebnisse beim Meditieren gehabt dadurch. Und deshalb kann ich euch sagen, dass es auf jeden Fall funktionieren kann. Ob es jetzt bei euch geht oder nicht, probiert es einfach aus. Schreibt mir in die Kommentare, ob es funktioniert hat, ob ihr dies gespürt habt, wenn die Energie in eurem dritten Auge angekommen ist, ob ihr das gemerkt habt. Es würde mich echt mal interessieren. Und ja, das wollte ich euch bloß erzählen, weil viele von euch mich danach gefragt haben, wie ich meditiere. Also ich meditiere meistens mit dieser Technik, manchmal wende ich auch andere Techniken an. Aber das ist jetzt meine Lieblingstechnik, weil ich mir die selbst ausgedacht habe und weil ich herausgefunden habe, dass das für mich halt sehr gut funktioniert, sozusagen. Ja. Und damit sehen wir uns dann beim nächsten Video. Dann ist dieses Video zu Ende. Und das nächste Video wird bestimmt die Überraschung für die 1000 Abonnenten sein, weil es, wie gesagt, nicht mehr viele sind. Wofür ich euch mega, mega dankbar bin. Also, ja, finde ich so krass. Das ist einfach ein Traum, der für mich in Erfüllung geht, wenn ich 1000 Abonnenten geschafft habe. Und ich freue mich jetzt schon riesig, dass ich so kurz davor bin. Und ich danke euch wirklich von ganzem Herzen, jedem von euch, der meinen Kanal abonniert hat und der meine Videos schaut. Und es wäre wirklich mega zu schätzen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!